willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Türchen. Heute darf es mal Cave Story Plus sein. Das Plus scheint hier irgendwie zu fehlen, aber hier sind irgendwelche Zeichen, japanische oder so, auf dem Screen. Und press Z zu beginnen, aber eigentlich soll ich Y drücken. Und man kann hierfür keinen Controller benutzen, obwohl es ein Plattformer ist. Und I don't know. Wir fangen einfach an und gucken, was zur Hölle das hier sein soll. Go! Für Leute, die Cave Story schon kennen. Das könnte uns zwar jetzt komplett kaputt machen, aber sehen wir einfach mal. Go! So, bist du da? Ich bin's, Kazuma. Achso, und jetzt sind wir diese... Sue wahrscheinlich. Okay. Wow. Oh, was? Er? Nein, oh mein Gott! Der Kopf ist doch noch über Wasser. Was soll das denn? Wie tötet man... Oh Gott! Töte es! Töte es! Kill? Nein! Okay, also es ist kein Mario-Game. Man kann nicht auf sie draufspringen. Alles klar. Lip. Oh. Again! Oh Gott, das war knapp. Nein, nein. Oh! Das ist ja ein Instant-Kill. Was soll das denn? Cave Story ist doch... Nein! Vorsichtig! Ey, ich komme hier nicht raus! Nein, meine Beine sind zu kurz! Oh! Puh, mich sogar verschluckt, weil ich nicht nach unten fallen wollte. Kann man hier durch irgendwie? Polar Star, was? Ich habe eine Knarre bekommen? Sue wird gesucht. Ah, Sue wird gesucht! Sue! Antworte mir, sie suchen nach dir! Schläfst du oder was? Dein Bruder ist so einsam! Oh, sorry! Okay, also mit X schießt man, gut zu wissen. Zitze. Let's kill some dudes. Oh yeah. Oh no. Oh, es lebt immer noch. Es lebt immer noch. Timing, alles eine Sache des Timings, was ich nicht besitze. Tasten verwechselt. Oh, was ist das? Oh, das sah aus. Das sah aus wie ein Tortilla-Chip. Lecker, lecker. Mehr Tortilla-Chips. Boah, jetzt habe ich mir wieder Bock, welche mit Salsa-Soße zu holen. Hey, das Spiel ist ziemlich altbacken, aber irgendwie macht's Spaß. Auch wenn die Steuerung... Und warum kann ich keinen Controller benutzen? Oh, cool. Eine böse Augentür. Come on, so. Schreib etwas. Ich bin schon am Verhungern. Ich bin so hungrig, dass ich sogar eine Kakerlake gegessen habe. Lol, just kidding. Aber nur damit du es weißt, wenn ich irgendwann an dem Punkt ankomme, werde ich es wirklich tun. Gib mir den Schlüssel. Häschen, süßer Häschen. Niemals. Noch süßer. Sue ist eine gute Person. Ich werde sie nicht verraten. Toroko. Wenn du mir Sue nicht gibst, dann könntest du in Gefahr sein. Aber. Gib mir einfach den Schlüssel. Oh, damn. What? Mein Name ist King. Mhm. Ich bin die Nummer 1 in diesem Dorf. Nein. Bleib oben. Chill. Links Reservoir. Rechts Cemetery. Unten Arthurs Haus. Oben Yamashita Farm. Boah, das ist cooler als gedacht. Ist echt cool für so für ein paar kleine Runden zwischendurch. Kann ich mich nicht selbst im Käfig einsperren? Alles klar. Ich dachte, es wäre nur ein ganz normales Jump'n'Run-Spiel, aber hier ist ja wirklich, hier sind Charaktere zum Sprechen und Leute und... Sie sind eine wertvolle Quelle des Essens. Aber nicht die roten Pflanzen. Wenn wir die essen, dann wird unser Blutdruck in die Höhe schießen und wir werden sofort sterben. Zum Glück pflanzen wir die roten Blumen hier nicht an. Oh, Heart Container. Yeah, Sucker. Oh nein, ich komme nicht hoch. Doch hier, okay, sehr gut. Nein, spring hoch. Was? Ich war eindeutig drüber, also komm schon. Was zum... Ach so, das ist keine Brücke. Damn it. Komm schon. Ich dachte, das wäre eine Brücke. Nope. Da unten ist ein Schatz. Habt ihr es gesehen? Mein Schatz. Hallo? Oh. Nein. Oh Gott, es ist viel zu hoch. Oder? Was ist das hier? Das sieht aus wie der Hintern von einem Hasen. Sie schaut wohl nach fliegenden Drachen. Oh, fliegende Drachen? Oh. Oh, yes. Her mit dem Ding. Map System. Ach, super Map System. Okay, gehen wir mal in Arthurs Haus. Super. Verschlossen. Ich liebe die Musik. Fischi! Oh, der hat
ausgesehen, als ob er Schmerzen gehabt hätte. Oh mein Gott, ich krieg keine Luft. Gib mir den Schlüssel. Niemals. Ah, Toroko, don't underestimate me. Unterschätz mich nicht. Ah, hilf mir, hilf mir. Hä? Oh, what? Ein Toaster oder Fernseher? Was ist das denn? Oh, was geht hier gerade? Oh Mann, typisch japanischer Humor, oder? Also ja, also... What the hell? Aber ich find's geil. Einfach kommt irgendein Toaster und eine Frau mit blauen Haaren vom Himmel, alles klar. Aber ich bin nicht so... Balrog. Der Rest hängt von dir ab. Das soll Balrog sein? Das ist ein Toaster, kein Balrog. Ich bin die falsche Person, ich hab's dir gesagt. Not this again. Immer muss ich aufräumen. Und ich bin derjenige, der sie gefunden hat, nicht Misery. Willst du mich mit dieser kleinen Knarre bekämpfen? Nee, eigentlich nicht. Hä? Okay, dann gehe ich einfach nach Hause. Oh, das war einfacher als erwartet. Der Schlüssel zu Arthurs Haus. Hier muss irgendwo noch eine Nachbildung sein. Jack könnte etwas wissen. Wer ist Jack? Was hast du gesagt? Toroko wurde entführt? Das ist ja schrecklich. Ja, es gibt zwei Schlüssel zu Arthurs Haus. Toroko hat einen von ihnen. Der eine befindet sich auf dem Friedhof. Ah, siehst du mal. Arthur wurde vom Doktor getötet. Oh, damn. Und der Doktor war bestimmt den wir in den Anfangssequenzen sehen. Oh, und der Doktor hat nach Sue verlangt. Bestimmt arbeitet Sue mit ihm zusammen. Deswegen mag sie die Leute hier nicht. Oh, jetzt macht alles einen Sinn. Holy damn. Level up. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit diesem Level up anfangen kann, aber suck on this, bro. Ah, sieh mal hier. Oh, Arthurs Grab. Schlüssel gefunden. Oh, das ist zu hoch. Wo ist mein Jetpack, wenn ich es mal brauche? Oh, es ist einfach... Oh nein. Vergiss es. La 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 la. La 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 la. Ich liebe diesen Song und ich kann toll singen. Lass uns in sein Haus gehen. Oh. Wissenschaftlich, hallo. Killerpflanzen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Teleportation zum Eierkorridor, what? Eggkorridor, okay, ich kann mich nur dahin teleportieren. Yes. Was zum Teufel? Eierkorridor? Was ist das denn? Nein, was? Falsche Taste. Oh, damn, son. Wo habe ich die geile Knarre bekommen? Liegt das jetzt an Level 3 oder? Nein, nein. Oh, wie ich jetzt abgehe, ist das geil. Da bist du, du Monster. Du kannst mich nicht erschrecken. Rau, rau, rau. Was? You want some of this? Versuche dein Bestes. Selbst mein großer Bruder hat mich nie geschlagen. Nein, oh Gott, ist aus wie eine Ohrfeige, ist der fies. Au, du hast mich erwischt. Hä? Wer bist du denn? Hör auf! Sie macht so ein plüschiges Geräusch, während du sie greifst. So weich! Hör auf! So weich! Man kann hochschießen! Nein! Yes, endlich! Oh, so viele Versuche! Mann, 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 Mann. Okay. Ah. Oh. Puh. Okay. Kaum zu glauben, dass das sogar noch mit Tastatur gut spielbar ist. Hallo, ein Jump and Run mit Tastatur? Geht's noch? Oh Gott. Dieses Vieh ist einfach zu hoch für mich, wenn ihr versteht. Was? Eierbeobachtungsraum? What? Eier. Eier, versteht das? Rote Blüten auf dem Boden. Wir wissen ja, was die tun. Oh nein, was für Experimente wurden hier gemacht? Boah, cool, man kann sogar alles analysieren.
Dracheneier. Oh. Geil. Oh, Nummer 6. Da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. 1 und 6 sind Crazy Balls. Raketenwerfer. Gleich als zweite Waffe. So muss es sein. Oh, oh Sucker. Jetzt gibt's auf die Mütze. Oh, what? What? Oh mein Gott. Oh, shit. Oh, man kann Level auch wieder runtersinken. Oh nein, wenn man sich oft genug treffen lässt, das ist ja wie bei diesen ganzen Space-Shootern und so. Oh man. So, dann werde ich mich mal jetzt hier ins Bett legen. Schön zu den roten Rosenblüten oder was auch immer das sind. Schön mal zudecken. Ja, ach, das ist doch mal hier gemütlich. Ist das nicht schön, dass... Oh mein Gott, meine Luft. Ich krieg keine Luft. Und das, meine Freunde, war es zu Cave Story. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Türchen und nächsten Game. Bis dann!